für mich ist es wirklich die FIFA so ein bisschen der giftige Stachel im Weltfußball aktuell. Du hast ein Riesenthema auf einmal und es ist ein politisches Thema und nicht das, wofür du da bist, sondern Fußball zu spielen, erfolgreich zu sein. Die Hälfte einer Frauennationalmannschaft ist nach Australien ausgewandert. Welche Nation? Boah. Deutschland 3000 die Woche. Seit dieser Woche steht die deutsche Mannschaft bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland auf dem Platz. Und wie schon letztes Jahr bei den Männern in Katar wird wieder viel über Armbinden, Regenbogenfarben und politische Statements debattiert. Wir fragen heute, wie politisch soll und wie politisch darf der Fußball sein? Und dazu diskutiere ich mit Tuba Tekkal. Sie hat 9 Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt. Für sie stellt sich die Frage gar nicht, ob Fußball politisch sein sollte. Sie erwartet, dass Fußballerinnen und Fußballer ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Auch Felix Groß war Profifußballer. Mit seinem Bruder Toni bespricht er im Podcast einfach mal Luppen, alles, was auf und abseits vom Platz abgeht. Er sagt, der Druck auf die Spieler, sich politisch zu positionieren, ist nicht gerechtfertigt. Sie sind Fußballer und keine Aktivisten. Lena Kassel kennt ihr vielleicht als Expertin von der Champions League auf Amazon Prime oder aus ihrem täglichen Podcast Fußball MML Daily. Sie ist stolz, dass Deutschland im Sport Wert auf politische Botschaften legt, vor allem bei den Frauen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Guten Abend. Jetzt sind politische Botschaften auch bei dieser WM wieder ein Riesenthema. Direkt am ersten Spieltag hat die neuseeländische Spielerin Ali Riley ein Signal gesendet. Da ging ein Foto vor allem durchs Internet und um die Welt. Das ist dieses hier. Lena, was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Ich fand's schön. Ich hatte Gänsehaut und ich dachte so, cool, dass so die WM startet. Also es war ein sehr emotionales Interview. Sie hat ja geweint und hat dann sowas gesagt wie anything is possible und war wirklich sehr, sehr meinungsstark. Und ich habe nur gedacht, ja, das ist mein Fußball, mit dem kann ich mich identifizieren und mit solchen Aussagen auch. Mhm. Ja, so, und das ist ja aber auch eine Aussage, diese Nägel. Also sie hatte auf der einen Hand die Regenbogenflagge quasi lackiert und auf der anderen Hand die Transflagge. Und ich habe mich aber direkt gefragt, krass, dass man solche politischen Botschaften geradezu reinschummeln muss in dieses Turnier. Tuba, warst du in deiner Profizeit auch mal in so einer Situation, dass du das nicht einfach sagen konntest, sondern man da irgendwie so einen Umweg finden musste? Selbst wenn es mir auferlegt worden ist, irgendwelche Umwege finden zu müssen, habe ich immer meine Meinung gesagt. Und ich glaube, es ist auch total wichtig. Ich weiß, dass Spielerinnen oder Spieler keine Politikerinnen sind, aber dennoch sollten sie, wie Lena es eben auch schon gesagt hat, definitiv auch Haltung zeigen. Und dazu stehe ich auch und ich bin auch dafür, dass gerade so große Vorbilder in diesem Sport definitiv auch Stellung beziehen müssen zu bestimmten Themen, um auch zu zeigen, für Werte, welche Werte stehe ich eigentlich ein. Jetzt ist ein weiteres Beispiel auch schon aus diesem Turnier sind die Brasilianerinnen, die in einem ganz bestimmten Flugzeug angereist sind zum Turnier. Das sehen wir hier in einem Video. Die haben eben ein Statement auf den Flieger gedruckt, wo sie sagen, keine Frau sollte ihren Kopf bedecken müssen. Da sieht man Mahsa Amini, also vor allem eine Botschaft Richtung Iran und um darauf aufmerksam zu machen. Felix, was hältst du davon? Ist dir sowas schon zu viel politisches Statement im Rahmen von einem Sportturnier? Nein, überhaupt nicht. Es geht ja um Themen, wo es eigentlich keine zwei Meinungen geben sollte. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, die Reichweite zu nutzen und das auch zu vertreten, ganz klar. Mir geht es aus Sportler-Sicht darum, was beeinflusst aber auch meine Leistung. Beschäftige ich mich nur mit politischen Themen, leidet meine Leistung runter. Wenn wir auf Katar zurückgehen, die deutsche Mannschaft, war es mit ein Grund für die Leistung und das frühe WM aus, dass man sich vielleicht zu viel auch damit beschäftigt hat. Dass es bei den Themen keine zwei Meinungen gibt, ist ganz klar und dass man das auch nutzen muss. Frage ist, wie schaffe ich den Fokus auf Sportliche, aber auch das zu senden und das ist ein schwieriger Spagat, finde ich. Mhm. Lena, kannst du noch mal sagen, ich finde, man fragt sich ja vielleicht auch so einen Moment lang, was bringt das denn wirklich? Also die kommen dann in so einem Flieger an, da werden solche Bilder produziert, aber kann man damit wirklich was bewegen? Ich glaube, so jetzt im speziellen Fall bei den Brasilianerinnen oder auch bei der Neuseeländerin, ich habe zumindest das Gefühl, dass das aus so einer intrinsischen Motivation heraus passiert. Noch nicht mal so unbedingt, dass sie jetzt da am Ende etwas zeigen möchten oder bewirken möchten. Ich habe eher das Gefühl, dass sie natürlich vordergründig als Profisportlerin wahrgenommen werden wollen, aber eben auch als Vorbilder. Ich habe das Gefühl, sie wollen aktiv diese Vorbildrolle übernehmen. Es wird ihnen nicht übergestülpt, sondern sie wollten das auch schon immer. Also die Regenbogenbinde hatte in der Frauenbundesliga, das wird Tuba ganz genau wissen, schon lange, lange, lange vorher Platz, bevor sie überhaupt bei der WM in Katar oder auch bei der Europameisterschaft 2021 bei den Männern Platz gefunden hat. Das ist
kommt aus einer Natürlichkeit heraus und deshalb ist es glaubwürdig. Ja? Sie wollen aktiv für das einstehen und das finde ich auch so, ist ein bisschen die Kraft des Frauenfußballs, in den ich mich verliebt habe, weil das sehr viel mit dem Fußball zu tun hat, mit dem ich groß geworden bin, wie ich sozialisiert worden bin. Sie spielen nicht nur verdammt gut Fußball, sondern sie sind queer, sie sind feministisch und man hat so viele Gründe zu jubeln. Nicht nur das Tor zählt dort, nicht nur das Ergebnis, sondern sie wollen aktiv für mehr stehen als nur für den rollenden Ball und das ist für mich die Kraft des Fußballs, die Kraft des Frauenfußballs. Und dementsprechend finde ich solche Bilder eigentlich nur schön, weil sie zeigen, dass Fußball mehr ist als der rollende Ball. Mhm. Jetzt sagst du gerade schon, diese Regenbogenbinde, die hat in Deutschland, gibt es die schon ganz lange. In diesem Turnier gibt es die ja nicht, sondern die FIFA macht das, glaube ich, für jedes Turnier neu. Sagt die, hier ist so eine Auswahl von Binden, da dürfen sich die Mannschaften oder Kapitäninnen was aussuchen, wie sie auf den Platz gehen. Ich habe mal ein paar davon mitgebracht. Allerdings habe ich nicht nur Originale aus diesem Turnier mitgebracht, sondern auch ein paar ausgedachte. Und ich möchte von euch dreien wissen, welche gibt es denn wirklich? Die erste hier ist Unite Against Racism. Stand die zur Auswahl für dieses Turnier? Es klingt nach FIFA, aber ich glaube, sie war bei dieser WM nicht. Doch, ich glaube schon. Ich würde auch sagen, sie ist dabei. Sie war nicht dabei dieses Jahr. Dann haben wir diese. Football is joy, peace, love and passion. Ich glaube nicht. Sie war dabei. Ja. Ja. Ja, sie ist dabei. Sie ist aber zu, ja, okay. Ja, irgendwie passt es so gar nicht zu FIFA, aber das würde wiederum passen. Also, ich meine? Das meine ich ja. Es ist so ein bisschen so ein Kalenderspruch, ne? Oder so ein Wandtattoo oder so. Ja, dann passt es wahrscheinlich doch. Ja. Dann haben wir das, Unite for Equal Pay. Nein. Nein. Definitiv nicht. Zu fordern schon direkt. Ja. Zu fordern? Ja. Obwohl das ja so ein Thema ist, das immer wieder auftaucht. Also Tua, ich habe dich auch sagen hören, jetzt bei der Vorbereitung habe ich es irgendwo gelesen, dass du sagst, ich habe gespielt als Profi, aber ich wurde bezahlt wie eine Amateurin. Was hast du verdient in deiner Zeit? Und wie, also konnte, das wollt ihr gar nicht hören, tatsächlich, was ich verdient habe. Und nichtsdestotrotz sage ich aber auch, Equal Pay bedeutet für mich jetzt nicht, also ich möchte schon, dass sich der Frauenfußball nicht mit dem Männerfußball vergleicht, sondern dass er seine eigenen Geschichten schreibt und dass er sich ganz gesund entwickelt und ganz normal entwickelt. Und ich finde, ich bin eher für Equal Play, nämlich die Tatsache, dass ich neben meiner sportlichen Profikarriere nicht nebenbei noch 40 bis 50 Stunden die Woche arbeiten muss. Und das musste ich teilweise. Und deswegen sage ich, ich bin eher für Equal Play als für Equal Pay. Aber zumindest muss es angemessen bezahlt werden, definitiv. Felix, du musstest nicht 40 Stunden nebenbei einen anderen Job arbeiten. Wahrscheinlich auch, hast wahrscheinlich viel, vielfaches verdient von Tuba. Wie blickst du auf diese Diskussion? Findest du das gerechtfertigt, dass man sagt, Frauen sollten genauso viel verdienen? Oder was, wie kann man das angleichen? Da würde ich echt unterscheiden, auf Verbandsebene als auch als Vereinsebene. Also wir reden jetzt von Prämien bei der WM, wo man wirklich diskutieren sollte, das anzupassen auch an die Männer. Das ist ein Thema, was man unbedingt diskutieren muss und wo es auch Argumente dafür gibt. Wenn ich auf Vereinsebene gehe, kann es gar nicht funktionieren. Ich glaube, da ist die Nachfrage noch nicht da, das Angebot nicht da, auch was das, die Fernsehlandschaft betrifft, das entwickelt sich auch. Und Tuba sagt es ja auch, es ist eine große Entwicklung vorhanden, aber sie ist ja noch lange nicht am Ende. Und sie sollte auch am Ende gar nicht dahin gehen, wo der Männerfußball ist, der ja schon sehr ungesund geworden ist. Und deswegen auf Verbandsebene sage ich ja. Wenn die Frauen ihr Land vertreten, warum sollen sie das bei der WM nicht, diese Prämie bekommen wie die Männer? Auf Vereinsebene sind es ganz andere Voraussetzungen und deswegen kann man das jetzt nicht pauschal sagen, denke ich. Vor allem Vereinsebene ist auch ein gutes Stichwort und auch das, was Tuba gesagt hat mit dem Equal Pay, weil ich habe mir das immer wie so ein Kreis vorgestellt. Wie erreichst du Equal Pay auch auf Vereinsebene? Wenn du halt Equal Play hast, das heißt, alle Bundesliga-Vereine haben die gleichen infrastrukturellen Voraussetzungen, weil dann können sich die Mädels dort auch gleichwertig entwickeln. Das tut der Liga gut. Die Liga wird attraktiver. Wenn die Liga attraktiver wird, kommen mehr Sponsoren. Es wird mehr eingeschaltet und dann kommt auch mehr Geld in diesen Frauenfußballtopf. Und dann sind wir vielleicht auch irgendwann bei Equal Pay. Aber die Voraussetzung dafür ist gerade auf Vereinsebene, dass du wirklich da gleiche infrastrukturelle Bedingungen hast. Ja, das hast du gerade auch im Amateurbereich nicht. Und wenn der Amateurbereich nicht gesund ist, dann kann der Profibereich das auch nicht werden. Und auf Verbandsebene ist es ja noch mal ein bisschen anders, weil da kann der Verband ja schon mal für die gleiche Infrastruktur zumindest dort im Team sorgen. Und das ist auf Vereinsebene halt nicht gegeben. Und woran scheitert das gerade beim DFB zum Beispiel?
Also naja, man muss sagen, die Frauen-Bundesliga ist ja nicht ausgegliedert. Sie ist ja im DFB angesiedelt und nicht bei der DFL zum Beispiel. Mhm. Es wäre natürlich auch ein Schritt, dass man die Frauen-Bundesliga ausgliedert und nicht beim DFB, die ja noch so viele andere Sachen haben und jetzt auch finanziell nicht so sonderlich gut aufgestellt sind, das noch an dieser Stelle. Also das wäre natürlich ein Schritt in Richtung Professionalisierung, dass die Frauen-Bundesliga eigenständig und autark funktioniert und dann auch eigene Sponsorentöpfe hat und nicht irgendwie so gemauschelt wird noch mit einem anderen Sponsorendeal. Ja, die Frauen könnt ihr auch noch irgendwie vermarkten. Das ist, glaube ich, ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Im weiteren Verlauf dieser Folge hat Felix Groß noch erzählt, warum die WM in Katar auch mit seinem Bruder Toni nicht besser ausgegangen wäre. Wenn ihr das sehen wollt und was wir mit diesem Ball noch gemacht haben, dann müsst ihr bitte einmal in die ARD-Mediathek, denn da gibt es Deutschland 3000 die Woche in voller Länge.